Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ich habe jetzt 2, 3 Tage wieder nicht mehr gespielt, habe mich auf Resident Evil gestürzt und ja, bin jetzt gerade am Überlegen, was wir hier eigentlich nochmal alles machen können. Ich glaube, eine Kupferessenz sollten wir vielleicht nochmal herstellen. Geisterflamme, haben wir dafür noch genug? Weil wir müssten ja eigentlich mal mehr davon machen. 2 davon haben wir noch. Eine stellen wir gerade noch her. Na gut. Dann gehe doch einfach mal ein Stückchen weiter. Morning, Oh. Damon. What brings you by? The debate is today. We should Ach du get Schande. going, so we don't miss any of the action. Ja, muss das sein? Aber gut, ich sag mal, okay, super. I wouldn't miss it. Pass the popcorn. You sound like Violet. I think she's the only other person hoping Otto goes down in flames. Okay. Lead the way. Thank you all for coming to our first and last mayoral debate. Mr. Emerson and Mayor Soft have asked me to moderate. First question goes to Mayor Soft. What do you plan to do about the scourge of malcontents plaguing our fair town? Uh-oh, here we go. Thank you for the very neutral and fair question, Messenger Connor. I plan to strengthen our community by growing our neighborhood watch program and implementing a strict curfew of 10 p.m. It will be easier to spot the unsavory characters when law-abiding citizens are safe at home. What? That will torpedo my business! If we could please hold audience questions until the end. Das ist eine freie Stadt, Damon hat recht. Damon's right. This will impact his bar unfairly. He can still be open for happy hour. As if there's anything happy about blowing your day's wages at the bar while your child waits at home. Thank you, Mayor Soft. Now, on to a question for Marty Emerson. Mr. Emerson, as a new arrival to the town, how can you already claim to know what it needs more than the incumbent? Well, you're a new arrival, and you're the debate moderator. I'm just teasing you, Cam. You're doing a great job. Everyone in this town works really hard, and they deserve a mayor who works hard for them. Sure, we could maintain the status quo, but why not dream bigger? When I look at this town, I see so much potential. So typical. What's wrong with our town the way that it is? If you have a problem with it, move back to the city. Again, if we could save questions until the end. Was heißt Neuankömmling? Thomas hat recht. Ich gebe dem mal allen recht. Thomas has a point. Things have worked well enough here. No need to rock the boat. What if you could upgrade that boat, neighbor? I've audited the town budget, and with some strategic investments, this place could come to life. I'm ready to take Fairhaven forward into the future. I hope you'll all join me. Thank you, Mr. Emerson. That concludes our mail. You know, considering I helped get your ranch restored, I would have thought you might have some gratitude. Oh, I didn't realize I was supposed to pay that debt with loyalty. Oh, is Mayor Soft into paying debts now? That's news. Now, I don't think that's fair. Everyone, could we please settle down? The election will be in 5 days. Make your voice heard at the ballot box. What a hot mess. I'm worried. How will we meet if Otto really imposes a curfew? He'll never do it. Bruno doesn't even leave the bar before 10 most nights. I hope you're right. Die Frage ist, stimmt das jetzt so, wie sie sich das So denkt? you're definitely gonna vote for Marty now, right? I might have a party in the bar to celebrate on election night. You should come by. Ja klar, ich kann kommen. Ist kein Thema. Kann ich mit dir auch noch darüber reden? Well, after that debate, Parker's gone from supporting Otto to volunteering. And what do you think? I try not to get into it with him. I'm not gonna change his mind. Okay. Politics are often messy in Fairhaven, and they're often personal. Just not as personal as that debate. Tja. Moment, Vi Ach so, Violet ist aber gegangen. Wo ist sie denn jetzt hingegangen? Mit wem müssen wir denn noch reden? Moment. Ach, jetzt kommt man hier wieder nicht rum. Mann, das ist so nervig. I may be biased, but I think Mayor Soft made his case for why he deserves 4 more years. Do you always call him Mayor Soft?
I mean, you're his wife. Yes. Is that odd? I thought Cameron did quite a good job moderating the debate, didn't you? If he wasn't already so busy running the Consciousness Center, he might be a good candidate for mayor himself someday. Naja, also mit seiner Ausdrucksweise, ich weiß ja nicht. Not that I can vote, but if I could, I would vote for Marty. At least he wants to make this place, like, actually an interesting place to live. Ja, und das ist die Gefahr. Your sister seems to think Marty is a shoo-in. Well, she doesn't know Miss Soft like I do. I'm in her class every day. Trust me, she seems nice, but she doesn't play around. She has this way of getting people to do what she wants. And if she wants him to win, he'll win. Ja, das klingt logisch. Mm. Any new fall recipes at the cafe, Sophia? Oh, you bet. Kai just brought over a bunch of new spices I can't wait to try. What did you think of the debate, Sophia? You know, I think Otto made some good points. Juliet likes to run around at all hours, and it's important to me that this town is safe. And hey, if he imposes a curfew without me having to be the bad guy, all the better. Tja, wobei ich denke, dass das tatsächlich das kleinere Übel sein wird. Ach so, mit ihm kann ich aber... Ach, natürlich hat sie jetzt die andere angewählt. Mom said the debate was fine. No fireworks. Ugh. Can something interesting ever happen in this town? So, did the debate move the needle? What? The poll numbers. Oh, yeah, it's still pretty close. You haven't taken another poll, have you? Don't tell Mrs. Soft, okay? She's already on my case because of this math test she thinks I cheated on. Okay. You know, Mayor Soft may not always take the popular positions, but I think that just shows he's a man of integrity. It's not easy trying to lead a family. I mean, town. Did I say family? Mm-hmm. Okay. Nehmen wir mal Kim. Vanessa is so sleek. Like a freaking cheetah. She comes in sometimes for Satan, and I always stare at her clothes. Yeah, they're not my style, but she wears them so well. Maybe I'll have that kind of confidence someday. You act like you already do. Aber ihr Style ist es wirklich nicht. Some debate, eh? I guess so. I just think they both seem to be in it for themselves, honestly. But I guess we have to vote for one of them. Ugh. Ja, wenn keiner von euch sich zur Wahl stellt, dann ja. Can I ask you a question? Why hasn't Cameron run for mayor? I know he's busy with the Consciousness Center, but if he had the job, I think he would acquit himself rather well. Ja, und er könnte mit diesem dämlichen Zentrum aufhören. The debate got a little rowdy at the end, huh? You call that rowdy? You should see how our MPs go at it in Parliament. Your debate was rather civilized, I'd say. Okay, Mist. Ich glaube, jetzt ist einer gegangen von der ersten Reihe. Oh, ich hab's geahnt. What did you think of the debate, Bruno? Otto knows how I feel about his curfew. Sure, he's had to pick his pop up from the bar once or twice. But I don't make trouble for nobody. Just get a little turnaround going home if I've had a few. Okay. How's the farm been doing, Tara? It's honestly been great. Nein, Tom ist nicht abhauen. I think I'm finally coming into my own as a farmer. Oh, I'd expect nothing less from you. A strong work ethic runs in your blood. How did you feel about the debate, Amira? I'll be honest, Tara. I'm worried. I hope our fellow citizens do the right thing. Tja, aber was davon ist die richtige Wahl? Das ist die große Frage. Er ist jetzt nach rechts gegangen. What did you think of the debate? I thought Otto made some strong points. It'll be down to the wire, I bet. Hm. Hey, did the debate help you make up your mind about who to vote for, Angus? Maybe. Promise not to tell Francis? Sure. I can't say it. Well, but I guess I already gave it away. I hope he won't be too mad at me.
Oje. Oje. Amira's been on me about my surfer's ear, but as long as I got one still doing the job, I'm all good, brah. Did the debate impact your vote, Guy? No way, my dude. Marty crushed it. He's my bro. Tja, mit denen können wir auch nochmal reden. Otto did a wonderful job during the debate, I thought. Aren't moderators supposed to be impartial? I mean, is anything really impartial in this world? Nice job moderating the debate, Cameron. Oh, thank you. Have you heard what some people are saying? My debate performance was an inspiration. I'm the leader this town needs. Oh, really? Which people are saying that? Some. Many. Almost all the people. Mhm. Hat der eigentlich rosa eine Socken an, oder was? Nee, mit ihm haben wir auch schon voll. I hope you like the debate. I didn't get to talk about all of my ideas, though, and I have so many exciting ones. Really? Like what? Oh, follow me on social. We're posting a new idea every day. I don't have a phone. Yeah, great chatting with you. Mhm. Ja, warum braucht sie auch ein Handy? Ich meine, gut, im Notfall, ne? Das wäre natürlich schon ganz gut. Ach, jetzt ist sie doch am Arbeiten. Okay. Not to shade, Marty, but that debate was so lame. My dad would have schooled Otto if he'd been given the chance. Tja. Da. You look like you're in a good mood, Violet. Of course I am. Marty crushed Otto in the debate. I'll be a little sad to lose Mrs. Soft's business for fancy floral arrangements at the mayor's mansion, but it's worth it. Ja, neue Bekanntschaft. Das ist toll, wenn man daran denkt, dass wir ja eigentlich schon beste Freunde sein sollten. Thomas. Mit Thomas müsste ich nochmal sprechen. Ach so, und ich sehe gerade, ich habe auch keinen Beschleunigungszauber mehr drin. Temposchub, so. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Ja, so funktioniert das Ganze doch viel besser. Da kann man auch mal schön gucken. Mit ihr haben wir schon gesprochen. Ah, sehr schön. Sie hat auch bestimmt nichts gemerkt. Davon, dass wir jetzt extra in den Wald gelaufen sind, um hier den Temposchub sauber zu machen. Okay, er ist nicht da. Die Frage ist, wo finden wir ihn? Wahrscheinlich am Strand, ne? Tagsüber, glaube ich, ist er so nicht hier. Wir haben jetzt Freitag. Violet, ich brauche dich mal eben. Ich will nämlich noch mal eins von den Dingern hier machen. So, das war hier runter und dann links, glaube ich, wo auf jeden Fall noch eins fehlte. Und zack, das war so klar. Ah, sehr schön. Die können wir dann am Abend auch verteilen. Sehr, sehr geil. Kehre zum Hexenzirkel zurück, genau. So, hier hatten wir noch was gefunden. Moment, was ist das denn hier? Ach so, das ist vom Eingang. Okay. Moment, halt, stopp. Ja? I harvested the anemones. Oh, great. No, I don't think you understand. They were wiggling. They're still wiggling. Why do you think I had you do it? Novice. Oh, I see how it is. Well, if you weren't the one to harvest them, then I couldn't have brewed you these. Mehr Glanz. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du, ich habe keine Ahnung, Magie-Auffülltrank. Ach ja, das war's. Ist schon wieder so lange her alles. Jetzt ist, achso, ich wollte gerade sagen, jetzt ist sie nicht ernsthaft abgehauen. Gut. Wir zaubern uns hier kurz den Weg frei. Und da dürfen wir es nochmal anwenden. Komm, Violet. Wir müssen deine Mutter nochmal finden. Nehme ich mal an. Das können wir, ah, hier ist nochmal so ein, das ist ja cool hier. Okay, so ein Feenkreis nennt sich das genau. Das ist auch ein Ausrufezeichen gerade gewesen. Ach, wegen dem Stein. Ah. Was ist das?
Hold up. What's this? Violet, is that another keystone? It's gotta be. Let's take it back and show the High Priestess. Zweiter Scheitelstein. Ja, stimmt. Wir haben ja schon mal einen gefunden. Hallo, was bist du denn? Du komisches Etwas. Ja, die Frage ist, also wenn es zwei gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch einen dritten, behaupte ich jetzt mal. Es sei denn, dass, ja, dass sie irgendwie zusammen, aber die sahen jetzt nicht so aus, als ob man die, also zwei Teile quasi zusammen machen muss oder so. Kann ich, muss ich, darf ich hier nochmal kurz auffüllen? Oh ja, so eine kleine Spitze, okay, die fehlte noch. Die Frage ist jetzt, da waren wir ja schon. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal zurück müssten. Ich finde das immer noch so komisch, weil die hier so am Leuchten sind. Als ob wir die einsammeln können, aber die können wir nicht einsammeln. So, ja, da müssen wir auf jeden Fall heute Abend nochmal hier hin. Vorher möchte ich aber gerne noch... Achso, nee, doch, 32... Vorher möchte ich aber gerne noch eben eine kleine Spende machen oder in dem Fall eine größere, damit ich dann auch wieder die Magie voll habe. So, dann müssen wir gucken, dass wir Shelby nochmal finden. Ich gucke nochmal eben, weil wir waren jetzt natürlich weg, ob er vielleicht in der Zwischenzeit gekommen ist. Nee, ist er nicht. Okay, dann gehe ich mal Richtung Wald. Ich hoffe jetzt nicht, dass er noch unten irgendwo jetzt rumlaufen war. Nicht Richtung Wald, Quatsch. Dann gehe ich Richtung Strand. Mit dir hatte ich schon gesprochen über die ganze Sache. So, oben ist klar. Oben habe ich ja alles zu. Ach so, halt. Können wir vielleicht bei der Oma nochmal eben was Neues machen? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Nee, haben wir mehr oder weniger vor kurzem gemacht. Es kann auch sein, dass wir das erst machen können, nachdem die Wahl zu Ende ist. Mit ihr haben wir mit ihr gesprochen? Doch, ne? Ja, meine ich doch. Okay, mit ihm haben wir auch gesprochen. Macht sie jetzt gerade den Laden auf? Oh, okay. Aber 12 Uhr, die kam noch nicht erst um 12 hier hin. So, Bruno, es tut mir leid, ich muss hier mal eben durch. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. Können wir hier noch was einsammeln? Nö. Okay, hier vielleicht. Nö, aber hier ist auch kein Shelby. Wieso ist hier kein Shelby? Wir haben oben noch ein Hexenkraut, das ist gut. Thomas dürfte jetzt... Ah, nee, Thomas ist nicht am Strand. Der ist gerade bei sich am Arbeiten. Bleib doch mal stehen. I'm guessing the debate didn't do much to change your vote, Thomas. You guessed right. Even if Marty stopped letting his animals out to graze on my crops, there's something about him that doesn't sit right. I don't trust him. And neither should you. Ja, ich vertraue beiden nicht, sagen wir es mal so. Aber ihm vertraue ich definitiv auch nicht. Na komm. Na, finden wir ihn jetzt hier unten? Oh, das nehmen wir noch mit. Er ist nicht hier. Hm. Shelby, wo bist du? Altes Früchtchen. Ja, wahrscheinlich sind wir uns irgendwie eben gerade nicht über den Weg gelaufen. Das sieht so schön aus mit den Herbstblättern hier überall. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Zwei Unkraut haben wir nochmal. Sehr schön. Hier haben wir nichts mehr, aber wir können hier noch was pflücken. Auch nochmal sehr, sehr geil. Okay, Zitronen, Äpfel, Maulbeerbaum ist auch fertig. Ja, perfekt. Mit zwei Blättern noch dazu, noch perfekter. Das ist jetzt nicht... Boah, 10 Tage. Oh, nee, echt jetzt? Die Kürbisse sind fertig. Ist das schon wieder so lange her, dass wir die eingepflanzt haben? Ja, dann nochmal ran hier. Nochmal neue Kürbissamen rein. Das ist ja cool. Achso, jetzt habe ich von oben gegossen. Ja. Konnten wir jetzt nicht Trick 17 machen. Dann machen wir Trick 17 jetzt hier. So. Nein, du sollst doch nicht da reingehen. Du sollst da reingehen, was anvisiert ist.
Genau. So, aber da ist es wieder total seltsam. Also ich verstehe es immer noch nicht mit den Bienen, keine Ahnung. Manche funktionieren, manche nicht. Und da sind überall Blumen dazwischen. Also ich verstehe es wirklich nicht. So, hier die sind auch nochmal fertig. Nein, ich möchte das, was gelb umrandet ist und was ein Ausrufezeichen hat und was ich ausgewählt habe. Dankeschön. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. So, dann können wir leider nur ein neues reinmachen. Dann müssten wir hier nochmal auffüllen. Okay, das war jetzt nicht allzu viel zugegebenermaßen. Kitty! Oh, such a pretty girl. Eine Grille und einen Knochen. Sehr schön. Ich gehe jetzt mal eben ganz schnell rüber. Ich weiß, das ist jetzt alles komplett verkehrt von der Reihenfolge her. Hallo, Wesley. Ravenwood's been a home when I wasn't sure if I'd ever have one again. I hope it feels like a sort of home for you too. Genau. Wir freunden uns erst an als die zwei Außenseiter und dann verliebt er sich in mich. Genau. So machen wir das, Wesley, okay? Oh, wen haben wir denn hier? Hallöchen. Nein, ich will sie haben. So. Wesley asked me to see if I could measure the light from the moon and make him clothes that blocked out only those light frequencies. He thought maybe that would keep him from turning at night, but it didn't work. At least not yet. I gotta keep trying. Klingt jetzt vielleicht gar nicht mal so doof. Ich meine, wenn man abhängig ist von Mond. Ich meine, gut, man kann jetzt vielleicht auch eine Sonnenbrille machen. Das wäre auch noch eine andere Option, sodass er durch die Sonnenbrille den Mond nicht sieht und davon dann nicht abhängig wird. Ariel can't resist helping an injured animal. Because of it, I've been forced to learn a great deal about what herbs heal the creatures of the earth. Ja, das ist doch nett. So, ist er denn da? Er ist da und er hat geöffnet. Sehr schön. Perry is always accusing me of creating mischief around here. But if you ask me, Wesley is the one to keep an eye on. I don't trust anyone with one foot in the human and one foot in the Fey worlds. Both of my feet are planted firmly on this side of the veil. As you can see. Das heißt, mir traust du auch nicht, hä? 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 Ich meine, ich wandere ja auch hier zwischen zwei Welten die ganze Zeit herum. So, so, das merke ich mir. Okay, dann haben wir das aber schon mal erledigt. Dann natürlich müssen wir uns als erstes mal kurz um die Tiere kümmern. Oder in dem Fall nicht mehr als erstes, sondern sozusagen als letztes. Ach ja, die Zwillinge hier schon wieder, ne? Oh Gott, die Zwillinge. Das erinnert mich jetzt wieder an Resident Evil. Eieiei. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann werde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr allzu weit entfernt sein von den Kettensägen-Zwillingen. Wenn sie im Remake auch drin sind, aber ich befürchte leider ja. Und ich meine, ich hatte auch mal irgendwas im Vorfeld davon gelesen, dass die da auch drin sein werden. Und wohl noch schlimmer sein sollen. Das hört sich mal so niedlich an. Ja, kriegst du mal Köpfchen getätschelt. Dafür krieg ich dann eine Hühnerfeder. Kannst du jetzt mal nicht abhauen, sondern ich bin dich hier am Füttern. Oder ich wollte dich zumindest gerade füttern. Deswegen habe ich ja geklickt. Dummes Hühnchen, du. So. Ich habe hier echt sowas von massiv viele Federn mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Dingern alles machen soll. Da fällt mir übrigens ein, das Experiment hat ja nicht geklappt mit dem Hühnchen. Ne? Ich dachte ja, stehen bleiben. Ich dachte ja eigentlich, wenn wir das Hühnchen verkaufen, dass wir dann auch irgendwie dieses Seitan bekommen. Aber ich glaube, Seitan ist tatsächlich so ein Fleischprodukt, ne? Also kein Hühnchenprodukt, wenn man das so sagen kann. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Haben wir die jetzt alle? Ja? Oh, okay. Butterblumen. Ja, das ging schnell mit der Milch. Aber dafür haben wir auch nur zwei bekommen.
Ja, Butterblume ist schon ein bisschen älter, muss sich auch ein bisschen ausruhen mittlerweile. So. Mal eben gucken. Ach, da ist doch noch was. Ah, gucke mal. Zweites schwarze Schaf mit Wolle. Ich habe jetzt wirklich so lange keine Wolle mehr gemacht. Ich hoffe, dass man die direkt machen kann. Und dass das nicht so lange dauert, wenn irgendjemand mal Wolle braucht. Weil das wäre nämlich doof, wenn ich die ganze Zeit Wolle produziere und dann aber keinen Stoff... wenn jemand Wolle braucht. Ich meine natürlich, wenn jemand Stoff braucht. Wenn ich das die ganze Zeit produziere und dann keinen Stoff habe, weil ich den einfach nicht gemacht habe. Und der dann 2 Tage dauert, bis der überhaupt erst gemacht wird. Das wäre nicht so günstig. So, euch habe ich jetzt alle. Und ich habe gesehen, ich habe hier nochmal Unkraut. Sehr schön. Genau, da muss ich nochmal kurz nach oben gehen. So, Mine habe ich ja im Endeffekt alles durch. Ich meine, klar, ich könnte jetzt noch Rohstoffe farmen oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, dann würde ich eigentlich lieber ein bisschen Geld farmen. Also sprich nochmal was angeln gehen. Wobei wir jetzt mittlerweile so viel tatsächlich von der Ausdauer haben. Das ist... Hallo, läufst du mal da hoch? Das ist wirklich heftig mittlerweile. Na? Ah, denn kein Rezept. Okay, ich dachte jetzt so aus dem Gefühl heraus, okay, das zweite wird ein Rezept. Ne, wir haben heute in Anführungszeichen nur Geld. Ist aber auch gut. Ich gehe mal nach langer Zeit nochmal ganz nach links gucken, ob da noch irgendwas ist. So, das heißt, die haben wir quasi alle durch. Vielleicht haben wir noch eine Blume oder sowas auf der anderen Seite. Aber natürlich haben wir die auch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, damit das hier... Moment, war das jetzt gerade... Nee, das war kein Pilz. Okay. Damit das hier nicht zu lange dauert, dass ich mich jetzt nochmal aufmache zum Hexenzirkel, die Zeit ein bisschen vorspule und wir sehen uns dann gleich dort wieder, wenn wir mit den anderen reden, ne? Glaube ich. Warte, warte darauf, dass der Geist sich zeigt. Also wir haben was bekommen von ihr. Dann brauchen wir gar nicht mehr dahin zu gehen, oder wie? Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir da nochmal hingehen. Weil vielleicht sagen die ja auch nochmal irgendwas anderes oder so, was jetzt gut passt. So, da habe ich jetzt noch einmal Geisterflamme gemacht. Einmal Kupferessenz. Ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall nochmal. Ich weiß nicht, ob wir die Geisterflamme nochmal brauchen, aber ich meine, sie hatte doch gesagt, dass wir dem Hexenzirkel davon erzählen. Also wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich gegen 7 im Wald wieder. Bis gleich. So, und es geht weiter. Die Blumen waren leider noch nicht so weit, ist aber auch nicht schlimm. Müssen wir mit ihr vielleicht nochmal reden? Das nicht. Ah, mit ihr. Sehr geil. High Priestess! Is this another keystone? It is. How did you... Never mind. I'll hold on to it for now. Mm-hmm. I wish I had been with you and the others when you found that Echo Blossom. Gloria was a respected and powerful member of the Coven, but she was also my friend. Okay, jetzt kann ich nicht mehr mit ihr reden. See anything in the stars tonight, Farseer? All that is past. All that will be. Wait, that's no star. Pretty sure that's one of Giva's radio gadgets. Try to not blow off any arms or legs while trying out new spells. It's harder to stay a secret society that way. Okay, also ich denke mal, jetzt bei denen wird wohl nichts Neues mehr rauskommen. Did you know that women healers were burned for being witches for centuries, even when many of them weren't witches? Strange. A woman who can heal terrifies people. I try not to think too much about what that means. We totally need to do a Bring Your Familiar to Coven night. Amira's told me so much about her red fox. Ja, ich würde sagen, das war dann auch alles. Also es ist ja meistens so, dass man mit einer sprechen kann und beim Rest dann nicht mehr wirklich was Neues rauskommt. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal für heute von euch
Und sag mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Time for bed! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.